Hallo, ich bin die Domitila und heute werde ich ausnahmsweise niemanden interviewen, sondern ich möchte euch gerne auf eine Reise einladen. Wie einige von euch vielleicht wisst, ich habe in der letzten Woche einige Freunde von mir besucht und interviewt. Ich war durch Deutschland, Italien, Schweiz, England und habe versucht, mich mit einigen Freunden zu treffen, den zu interviewen und euch deren Geschichte zu erzählen. Aber heute wurde ein bisschen anderes. Heute möchte ich mich gerne vorstellen, einige von euren Fragen antworten und euch in eine Reise einladen. Wo soll ich anfangen? Vor circa 10 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, um meinen Master zu absolvieren. Ich habe ein Stipendium bekommen, habe Deutsch gelernt, habe angefangen zu studieren und habe mich natürlich in Berlin verliebt. Während des Studiums habe ich angefangen, in einem großen Berliner Stiftung zu arbeiten. Und wie die meisten von uns wissen und wie Peter Thiel so schön formulierte, in großen Organisationen lässt sich sehr schwer was Neues verschaffen. Dazu muss man sagen, ich bin selber in einer Favela in Brasilien aufgewachsen und meine Eltern haben ein Straßenkinderprojekt gegründet, über 35 Jahren mittlerweile, wo ich auch dann groß geworden bin. Und seitdem ich 13 Jahre alt bin, arbeite ich. Angefangen habe ich, indem ich Straßenkinder auf der Straße lesen und schreiben beigebracht habe. Damals, als ich 13 Jahre war, habe ich angefangen durch Theaterspiele und Lesewerkstatt, weil ich selber, während ich in dem Projekt aufwuchs, habe immer Schauspiel- und Tanzunterricht genommen. Ich fand das ganz toll, weil ich konnte durch die Schauspiel unterrichten und die Theaterstücke immer was ganz anderes sein. Ich durfte manchen Tagen eine Prinzessin sein, am anderen Tagen eine Wissenschaftlerin. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem in dem Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, war eine gute Möglichkeit, meine Fantasie auszuüben. Dadurch, dass ich in dem Projekt aufgewachsen bin und sehr früh angefangen habe zu arbeiten und vor allem mit sehr wenigen Mitteln, war für mich immer sehr wichtig meine Denkfreiheit. Und ich glaube, das ist ein von den Gründen, warum ich, nachdem ich 5 Jahre in der Stiftung gearbeitet habe, mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Als ich mich selbstständig machte, fange ich erstmal an in dem Bereich Athletenmanagement. Ich bin Fußballfanatikerin und habe damals angefangen, mit brasilianischen Fußballspielern in Deutschland zu arbeiten. Und dann wechselte ich zu dem Bereich Unternehmensberatung. Parallel dazu übte ich weiter meine Tätigkeit als Referentin der Europäischen Akademien und Vortragsrednerin. Und in diesem Kontext habe ich über die Jahre über 500 entwicklungspolitische Veranstaltungen gemacht und habe verschiedene Unternehmen beraten, vor allem im Bereich Internationalisierungsprozesse und Frauen in Führungspositionen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, gibt es hier unten einen Link zu einem Interview, den ich gegeben habe, darüber vor einem Podcast. Als Beraterin ist mein Anspruch, was Neues zu bringen, ob zu den Teams oder Unternehmen, mit wem ich arbeite. Mir gefällt sehr gut die Definition von Adam Grant. Gleich und gleich gesellt sich gerne, bringt aber selten was Neues hervor. Um den Kreislauf zu brechen und wirklich innovativ und frei von Konformitäten denken zu können, habe ich mich entschieden, auf eine Reise zu gehen. Aber bevor es losgeht und ich Berlin verlasse, muss ich erstmal eure Fragen beantworten. Los! Was denkst du über die Haltung von Inspiration, aber auch von Menschen, die sich vergleichen? Weil in unserer Generation siehst du das immer mehr in der Social Media, taucht das immer wieder auf, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht. Und ich finde einfach, dass das viel zu fest an seinem Selbstbewusstsein nagt, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, weil das ist so, das frisst sich, oder das frisst einen ziemlich fest. Und ich finde einfach, wenn man sich von Menschen inspirieren lässt, dann ist es viel mehr wert, als sich zu vergleichen mit anderen Menschen, die vielleicht besser sind. Oder was ist besser für dich? Ich finde die Frage sehr schwer, weil auch ich erwische mich in vielen Situationen, wo ich mich mit anderen vergleiche. Normalerweise, wenn ich mich vergleiche, geht es immer über eine negative Ebene, über die Sachen, die ich nicht habe, die Sachen, die ich nicht hatte. Sehr oft durch Vergleich wird mir klar, was ich alles im Leben nicht hatte oder was für mich im Leben schwerer war als vor anderen vielleicht. Und ich finde vor allem wichtig, Menschen zu finden, zu suchen, auch online, über Social Media, whatever, die einen inspirieren, die einen bestimmte Wege zeigen oder vielleicht sogar Werkzeug gibt, wie man bestimmte Situationen meistern kann, dass man nicht alleine ist, dass man sich nicht schlecht fühlen soll, weil man anderes ist, das nicht hat. Mich würde aber auch interessieren, was haltet ihr davon? Wie lebt ihr das mit den Vergleichen und Inspirationen in der Gesellschaft, in der wir leben? Ich bekomme immer wieder E-Mails und Nachrichten und bei Instagram auch ganz viele DMs
von Leuten, die genau darüber berichten, ne? Wie das die mitnehmen, vor allem über die Social Media Ebene, wo alles Schein ist und alles toll, das Gefühl zu haben, dass man trotzdem so wie der ist und ohne dies und ohne das alles gut und richtig ist. Darum hoffe ich, dass auch ihr Leute in eurem Umfeld habt, dass auch ihr verantwortungsvoll damit umgeht, mit den Leuten, die ihr folgt, liked, whatever, um immer mehr Inspirationen zu bekommen und nicht immer diesen Vergleich und sich selbst unterstellen oder ähnliches. Das bringt uns nicht weiter. So, viele Fragen habe ich bei Instagram bekommen und eine, die ich ausgesucht habe, war: drei Sachen, die ich in Deutschland gelernt habe und drei Sachen, die ich in Brasilien gelernt habe. Die drei Sachen, die ich in Deutschland gelernt habe, glaube ich, waren Nein zu sagen, pünktlich zu sein und geduldig zu werden. Ich bin immer noch nicht so geduldig, wie sein sollte. Und die drei Sachen, die ich in Brasilien gelernt habe und glaube, dass ich hierher mitgenommen habe, waren auf Menschen zuzugehen. Wir sind in Brasilien sehr outgoing und ich war, glaube ich, in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld immer ein von den Menschen, die sehr nach außen ist. Und ich gehe gerne auf Menschen zu, lerne gerne über Menschen. Und ich glaube, das habe ich in Brasilien gelernt. Ich habe auch in Brasilien gelernt, dass man kann mit wenigen Ressourcen viele verschaffen, viele erschaffen, viele schaffen. Ich glaube, ich habe hier gelernt, Nein zu sagen und in Brasilien gelernt, Nein zu hören und trotzdem dranbleiben und Ausdauer haben. Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich gemischt habe über die Jahre. Hallo, hier ist die Hanna Wehm. Ich war auch schon Gast bei der Domi, und zwar in der Episode Frauen in der Musikbranche. Aber Domi, jetzt bist du dran. Ich habe eine Frage für dich. Wie ist es für dich, zwischen zwei Kulturen zu leben? Du bist dran. Ja, ich glaube, das ist, wenn man zwischen zwei Stühle sitzt, ist es nicht einfach. Und zu einem finde ich toll, dass ich so verschiedene Sprachen beherrsche, dass ich in verschiedene Kulturen mich sehr schnell reinversetzen kann, dass ich sehr einfühlsam bin, würde ich behaupten. Aber zum anderen ist es auch schwer, weil man hat so viele Welten an sich, die nicht immer einen Platz hat. Hallo, ich bin Daria aus Berlin. Ich bin Psychologin und Familienhilfe hier. Ich frage dich jetzt, was treibt dich an, um das alles immer wieder in Bewegung zu bringen? Ich glaube, dadurch, dass ich so früh angefangen habe zu arbeiten, in Brasilien mit Straßenkindern aufgewachsen bin, aber auch mit vielen europäischen Studenten, die zu uns in dem Projekt kamen, gearbeitet habe, aber auch mit Politikern und Künstlern. Auf jeden Fall bin ich mit Regeln aufgewachsen, aber trotzdem eine von den Regeln war, man muss zusehen, dass man glücklich bleibt, dass man fair ist, dass man vor allem sich selbst gegenüber fair ist. Und in diesem Kontext habe ich mich immer zugetraut, verschiedene Bereiche, die mich interessiert, reinzuschnuppen, ein bisschen zu machen, zu schauen, ob das wirklich etwas wäre, das ich vielleicht beruflich gerne machen wollen würde oder eher ein Hobby. Und ich kann mir sehr schwer vorstellen, wie das Leben wäre, wenn ich nur eine Sache machen durfte oder nur einen Weg gehen durfte. Ich brauche diese... Ich glaube, das hat was mit Cosmopolitan, mit unserer Generation, mit der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Hi Domitila, it's Amber and Krista. We're here in sunny Los Angeles. We're close to the Hollywood sign right there. And we have a question for you. What inspires you on a daily basis and what inspires you when you're feeling maybe down or somewhat depressed? There's so much going on in the world right now and sometimes it's hard to feel good. So we want to know, what do you do? Lots of love from LA. Viele Leute sagen, das sieht so aus, als wäre bei mir immer Sonnenschein, was auf jeden Fall nicht der Fall ist. Und ich glaube, zwei Sachen waren für mich sehr wichtig. Die eine Sache ist, dass ich glaube, dass meine Geschichte schon geschrieben wurde, bevor ich geboren bin. Das bedeutet, ich darf Vertrauen an dem Leben haben, ich darf Vertrauen an dem Universum haben. Ich kann auf jeden Fall einen Einfluss haben auf mein Leben und bemühe mich auch, meine Ziele zu erreichen. Ich bin zielstrebig, aber wenn ich in meine Grenzen komme, was mir hilft, loszulassen, ist einfach das Vertrauen daran, okay, es gibt eine größere Macht, Universum, Gott, name it, die auch eine Rolle spielt, und manchmal muss eine Tür zugemacht werden, damit andere Türen offen gehen, oder manchmal denke ich, dass ich weiß, was ich will, und bin frustriert, wenn das nicht so kommt, oder passieren Sachen im Leben, worauf ich keinen Einfluss habe, die mich extrem mitnehmen, aber da versuche ich mit dem Vertrauen, dass es wird sowieso sein, was es sein wird, loszulassen und zuzulassen, dass neue Prozesse entstehen. Das andere, was mir auch sehr hilft, ist, dass dadurch, dass ich
in Brasilien aufgewachsen bin, durch meine Geschichte mit dem Straßenkinderprojekt, wo ich aufgewachsen bin, wo über 5000 Kinder auch aufgewachsen sind, sehr oft, wenn ich kurz vor Aufgeben bin, oder wenn ich an mir selber nicht glaube, oder wenn ich die Kräfte nicht mehr finde, weiterzumachen, ich denke, ich habe 5000 andere Geschwister, die mich teilweise als Vorbild haben, und die haben auch deren Päckchen. Und ich vergleiche das nicht, aber das gibt mir Kraft, mein Päckchen weiterzutragen. Es ist für mich auf jeden Fall eine Hilfestellung, in vielen Situationen zu wissen, dass ich das muss weitermachen, nicht nur für mich, sondern weil auch andere auf mich schauen, weil andere an mir glauben. Aus diesem Grund kann ich nicht aufgeben, kann ich nicht das Negativ, das Positiv überwinden lassen. Das geht am Ende nicht nur um mich. Und das ist manchmal eine Verantwortung, die auch viel Kraft nimmt, aber andererseits in meinen dunkleren Tagen ist eine riesige Hilfestellung zu wissen, ich muss weitermachen, weil ich mache nicht nur für mich. So Leute, das war's. Und wenn ihr weitere Fragen habt, einfach in den Kommentaren schreiben. Und wenn ihr mit mir in die Reise gehen wollt, nicht vergessen zu abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Brasilien.